Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir hatten im letzten Part die nächste Stadt erreicht. Tessera oder so heißt die. Und am Ende noch einen Kampf gegen Team Plasma, wo ich jetzt erstmal nochmal kurz ins Pokécenter muss. Es war keine Glanzleistung von uns, es sind zwei Teammitglieder gestorben. Aber ja, ein Glück ist das hier keine Challenge, wo wirklich die Pokémon, die besiegt sind, auch wirklich tot sind für immer. Daher, alles im grünen Bereich. Aber ja, wir haben generell sehr, sehr viel immer noch zu tun, weil die Gegner auf einem sehr hohen Level sind. Es ist einfach nicht normal, was gerade hier so ein bisschen abläuft sozusagen. Aber naja. In unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie was es für Menschen gibt. Ja, wir sind wie gesagt immer noch hier an der Stadterkundung. Aber auch nicht mehr so lange. Das scheint nicht so eine große Stadt zu sein. Bedeutet, wir gehen auch gleich weiter. Wenn man nachts und auch tagsüber nicht nach draußen geht, herrscht natürlich auch keinerlei Gefahr. Ja, hier gibt es ja so eine Regel, dass man nachts nicht rausgehen darf. So, hier ist keiner drin. Ich glaube, das war der Ort, wo die alte Dame vom letzten Part war. So, und dann geht's halt hier links zur nächsten Route. Aber was ist denn hier oben noch? Ach, da ist... Okay. Obwohl, hier geht's rechts noch weiter. Habe ich noch gar nicht gesehen. Meine Großmutter liebt es ungemein, endlos lange Geschichten zu erzählen. So werden aus ihren Märchenstunden mitunter auch richtige Märchennächte. Soll ich dir nochmal die Geschichte von Tessera erzählen? Aber Vorsicht, ich bin alt, das heißt, du musst ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist anscheinend die Dame vom letzten Part. Naja, wollen wir da jetzt nichts mehr machen. Ein Metronom. Okay. Ja, cool. Gut. Wir mal ganz kurz noch auf die Karte schauen, um zu sehen, auf welche Route es jetzt geht. So, da ist die Karte. Es geht jetzt zu Route 12. Geht jetzt mit den Routen erstmal mit der Zahl runter. Hier in diese Richtung wahrscheinlich, dann hinten ist auch eine Route 8 und andere Städte. Allerdings hätten wir auch hier lang gehen können, zu der schwarzen Stadt. Ist immer noch so eine Frage. Sollen wir erstmal hier hingehen oder weiter Richtung Twin Drake City. Vielleicht erstmal Richtung Dorfbrücke und dann kann man ja auch mal nochmal schauen. Welchen Level waren die denn da? Eigentlich auch sehr, sehr hoch gelevelt. Oder wir schauen jetzt erstmal nach Rayono City, ob wir dann dort rechts lang gehen können. Das machen wir. Wir versuchen erstmal kurz einen Alternativweg zu finden, um nochmal ein bisschen auf den aktuellen Level zu kommen. So, wo ist Michelle? Da ist Michelle. Wenn es da natürlich nicht nach rechts weitergeht, dann geht's halt nicht. Dann werden wir hier wieder zurückkehren. So, hier ist auch schon ein bisschen länger her, seitdem wir hier waren. So, hier geht's rechts lang. Ich weiß nicht, warum es damals... So, ach nee, das war dieser Freizeitpark, genau. Hier ging's dann nicht weiter. Nichts. Nee. Ich steig mal auf dem Fahrrad. Wo geht's hier zur schwarzen Stadt? Oder warte. Hier ging es da auch nach oben und dann hier nach rechts. Stimmt. Ich war doch damals auch hier mal auf der Route mal kurz, oder nicht? Schau mal kurz, ob diese Trainer gegen einen kämpfen. Nee, ich kann mich auch an die Route hier erinnern. Genau, hier waren wir. Dann ging es hier nicht weiter, oder wie? Der Aufzug etwa kaputt. Okay, schade. Ich dachte, ich kann hier mal von der anderen Seite oder so kommen. Ups, bin wohl gerade gegen... Hast du wieder gekommen? Kennt ihr vielleicht nicht anders von mir? Ich muss das immer noch rausnehmen. Ja gut, dann gehen wir wieder hier zurück. Schade, aber egal. Also ich kann jetzt hier mal ein bisschen jetzt auf Stylish hier da mal andere Wege einschlagen, aber naja. Weil da unten werden wir noch eines Tages hinkommen, das auf jeden Fall. Ich habe ja vor, jede Route zu erkunden und wow, da ist ein Doppelkampf. Bin voll da jetzt reingeradet. Weiß jetzt gar nicht, welches Pokémon auf dem zweiten Platz gerade ist.
Ich glaube aber Finn, oder nicht? Roselia und Roselia. Oh, bitte Finn. Roselia ist hier, Finn ist hier genau richtig. Ja, wunderbar. Shell und Finn. So, dann fliegen auf das linke Roselia und Funkenflug auf das rechte Roselia. Ja gut, Lockduft. Kannst du ruhig mal machen. Fluchtwert sinkt, ja gut. Wettertanz. Oh, wie süß. Wow! Es ist nicht sehr effektiv, aber macht trotzdem so viel Schaden. BTF. Ich weiß nicht. Ich versuche mal weiter zu kämpfen. Einer ist ja jetzt weg, das eine Roselia. Wunderbar. Oh. Level 39 für Michelle. Ja, sehr schön. Erdkräfte. Ja, geil. Stärke 90, Genauigkeit 100. Der Boden unter dem Ziel erzittert durch die Kraft der Erde. Senkt eventuell Spezialverteilung. Stärke 90. Ah, ist Michelle eigentlich physischer oder spezieller Angreifer? Das weiß ich gerade gar nicht. Allerdings sind die anderen... Wenn dann... Mit Schaufler austauschen. Hm. Haben wir Schaufler als DM? Könnte erst ja notfalls. Ich schau mal kurz bei Vibrava mal auf Pokewiki nach. Was höher ist von der Basis her? Spezialangriff oder normaler Angriff? Vibrava. Wo steht denn das hier? Ja. Angriff ist höher als der Spezialangriff. Genau. Na gut, dann bleibt Schaufler drin. Ah, ich weiß es nicht. Erdgriff ist halt mega geil. Aber ich möchte auf jeden Fall Steinhagel und Fliegen drinne lassen. Weil einerseits die Flugattacke und andererseits halt eine Gesteinsattacke, die wir halt auch noch brauchen. In gewissen Situationen. Ich verlerne einfach mal Schaufler. Was mich an Schaufler immer so ein bisschen nervt, dass es 2 Runden dauert. Das nervt mich dem an Schaufler. Oh nein, Finn wird angegriffen. Shit. Ich werde Finn in seinem Zug nochmal wiederbeleben. Kommt mal Nico rein. So, erstmal hier mit. Doch, genau. Shell mal kurz Status Heilmittel Beleber. Hier Finn. Und hier will ich mal kurz bei Michelle mal Bericht anschauen. Ja gut, Spezialangriff ist fast genauso hoch wie der Angriff. Von daher, so schlimm ist das dann. Also war eigentlich dann doch vielleicht eine gute Entscheidung. Okay, gut zu wissen. So, hier mal Psychokinese. Ist ja sehr effektiv auch. So, Route 12. Kann ich ja schon mal hier mal aufrufen bezüglich Pokémon, was man hier so fangen kann. Auf Route 12. Route 12. Ein All. Habe ich schon mal drauf geklickt? Interessant. Das ist doch Route 12, doch, doch. Toll. Nein, jetzt kommt der nächste Trainer. Ich wollte gar nicht, gerade weil es so ein Kampftyp ist. Ja gut. Zeit zum Vorlesen. Und zwar in Weiß 2 kann man im hohen Gras zu 15% ein Pinsir fangen, in Schwarz 2 ein Scaraborn. Des Weiteren kann man in beiden Editionen im hohen Gras zu 25% ein Roselia, zu 20% ein Vadribie, zu 25% ein Navitaub und zu 15% ein Stravickel angeln. So, hier setze ich mal Fliegen ein. Nahkampf, oh, das ist sehr effektiv natürlich. Hab mich als Hellste durch, nein. Wollte eigentlich auch Michelle gar nicht vorne haben. Scaraborn, da wäre natürlich Finn ganz gut, daher versuchen wir jetzt mal mit Finn. Ich habe ihn nicht mal geheilt. Erst ist so doof, dass wir jetzt dann in den Kampf reingeraten sind. Body Shock hat keine Wirkung. Gut, dann im dunklen Gras ist genau dasselbe, von daher lese ich das nicht nochmal vor. Genau. Komplett dasselbe.
Das Caribon hat gegen Finn keine Chance. Level 40 für Finn. Sehr schön. So, und dann gibt es noch sehr, sehr viel im raschenden Gras. Nicht sehr interessant, weil raschenden Gras war sonst immer maximal 3 Pokémon, aber hier sind jetzt immer ein paar mehr. Schauen wir uns gleich mal an. Vorher will ich mal ein bisschen hier ein paar Tränke und so einsetzen. So ein Beleber für Michelle. So, Super Tank und dann nochmal für Finn. Finn möchte ich jetzt auch auf der 1 haben, weil es fehlt ihm nur noch ein Level bis zur Entwicklung. Ich möchte die Entwicklung jetzt haben, damit er nochmal stärker ist. So, da gibt es ein Item. Ich gehe mal runter vom Fahrrad und setze mal das Item mal damit ein. Ein Grünstück. Okay, richtig dolle Berge hier. Ein Sonderbonbon. Nehme ich. So, gab es hier unten dann noch irgendwas? Da geht es erstmal nicht hoch. Warte, dann von der anderen Seite mal. Ein Timerball. Wieder ein Ort, wo man nicht hin kann. Generell. Dort rechts. Okay, da kann man nicht hin. Gut, dann der nächste Trainer. Wo war der jetzt? Ach, da ist er. Nee? Doch, ein Trainer. Wollte ich schon sagen. Dann im raschenden Gras. Zu 10% ein Dummiesel, zu 5% jeweils eine rosa Rate, ein Hunweise, ein Faser Snob oder ein Matrifol. Dann zu 60% ein Ordoch und zu 10% ein Emolga. Und per Schwarm kann man antreffen zu 40% ein Dodu. Ein Strepoli. Gut, setz ruhig Grimasse ein. Denkt die Initiative zwar sehr, sehr stark, aber Finn ist sowieso nicht so schnell wie er. Aber er hat sowieso keine Attacke, die uns schaden könnte. So, ich muss mal schauen auf das Aufnahmeprogramm, wie viel wir jetzt hier schon aufgenommen haben. Aber alles wunderbar im Rahmen. So, Initiative ist zwar gerade auf 0 Punkt, aber das Strepoli ist besiegt. Fast Level 41, ein Linfu kommt jetzt in den Kampf. Machen wir mal mit Finn weiter? Ja, doch, 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 doch. Level 41 ruft. Weiter Funkenflug. Kehrtwende. Oh, eine Flugattacke. Ist sehr effektiv. Nee, doch nicht. Dachte schon. Dachte. Boah, das macht schon viel Schaden. Das gefällt mir. Das Kehrtwende, das war irgendwie so eine Flugattacke, wo dann auch, wo man dann noch wechseln kann. Oder ist das sein letztes Pokémon? Dann kann er natürlich nicht wechseln. Level 41, Level abruft. Oder Entwicklung noch besser gesagt. Ja, war sein letztes Pokémon, okay. Na du? Dann entwickelt sich. Ja! Nun ist Finn auch endlich stärker. Und kann auch ordentlich jetzt mitzocken sozusagen. Finn wurde zu einem Lantern. Nee, Laternecto. Lantern? Okay. Dann habe ich das vertauscht. So, natürlich möchte ich dann gleich auch noch einen Kampf ausführen. Wo ist hier oben noch ein Item? Ein Hyperball nehmen wir. Bälle können wir immer gut gebrauchen. Gerade wenn wir nochmal einen Legi antreffen. So, da liegen zwei Items drin. Ein Gelbstück und das andere ist wahrscheinlich ein Pokémon. Kann ich mir wetten. Nee, ein AP Plus, okay. Stimmt, steht doch nicht auf PokéWiki, dass man hier diese Pilz-Pokémon antreffen kann. Ein Topschutz hier noch. Oder Items hier alles. So, haben wir jetzt hier alles erkundet? Sieht danach aus. Gut, jetzt geht es hier rechts weiter, aber es gibt jetzt zwei Wege. Ach, hier gibt es ein Item. Ein Top-Trank. Oh, dann sind wir mit der kleinen Route hier schon durch. Okay. Ja gut, meinetwegen. Oben ist auch nichts mehr. Gut. Dann geht's jetzt hier rein. Das war irgendwie so eine Brücke oder so, laut Karte.
Mein Papi hat das Picocello hier für mich gefangen. Seine Kerschelle ist mein ganzer Stolz. Ich habe ein starkes und niedliches Pokémon gewählt, genau so wie ich es mag. Okay. Ja, Dorfbrücke ist das hier. Ich wollte nur nach dem Weg fragen, da ist mein Pokémon-Trainer. Den Rest kannst du ja bestimmt denken. Sei auch besser auf der Hut. Okay, dann sind hier auch Pokémon-Kämpfer, das freut mich. Wow. Wie schnell ist denn der? Hier denn? Ist auch ein Trainer. 200 km/h, okay. Tennisass. Ein Elf? Was ist das? Ach, das Vieh. Da ist doch auch Feuer sehr effektiv, oder nicht? Los, Finn. Frisch entwickelt geht er jetzt an den Start. Ja, gut, Funkenflug. Kannst du ruhig machen. Jetzt sehen wir, wie viel Schaden das macht. Nicht mehr so viel. Ist normal effektiv. Bei der Vorentwicklung wäre es ganz anders gewesen. Hätten wir schon um Finn bangen müssen. Wunderbar. Level 44 ist das. Alter. Zumal wir holen ja auch gar nicht auf, weil die Trainer, die gegnerischen Trainer auch immer höher mit ihren Leveln sind. So, ich wechsle mal zu Nico, dann kann vielleicht Nico auch nochmal ein bisschen trainiert werden. Jetzt ist jedes Pokémon bei uns auf der zweiten Entwicklungsstufe, außer Jonas. Jonas ist natürlich jetzt schon Level höher. Oder auf der Endentwicklung. Aber sonst, die anderen. Gut, René ist auch schon auf der Endentwicklung, aber auch auf der ersten Entwicklungsstufe halt. So, ein Dressella. Hätten wir natürlich auch jetzt auf Finn gut gebrauchen können, aber wir kriegen es auch mit Nico hin. Hoffe ich. Psycho-Chinese. Nur normal effektiv, ja. Hat wahrscheinlich dann dementsprechend keinen Gift-Typ. Manche Pflanzen-Pokémon haben ja auch noch den Gift-Typ. Daher ist so eine Psycho-Attacke dann nicht verkehrt. Aber naja. Nochmal Psychokinese. Raumetanz. Och nee. Und Nico. Ja, sehr schön. Kein Bock jetzt hier auf irgendeinen Stress. Was? Och nee. Komm, Finte. Oh nee, 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 nee. Das kann sich jetzt noch. Nein. Es war klar. Ach Mann, jetzt muss ich doch wechseln. Wollte ich gar nicht. Oh nee, komm du nach vorne. Schreibt mich jetzt irgendwie an, ist das Support oder was ist das? Ich muss mich mal kurz um was kümmern. Nee, sorry, sorry, da. Ich bin ja gar nicht im Aufnahmeschannel. Ja gut, dann muss ich das wieder zurückziehen. Channel switched. So, jetzt bin ich im YouTuber-Channel. Ich habe da gerade hier dem eine Verwarnung gegeben und da merke ich, scheiße, ich bin gar nicht im YouTuber-Channel. Von daher. Ja gut, das war ein kleines bisschen Fail, aber ich werde mich bei demjenigen nochmal entschuldigen. Nach der Aufnahme. Ich kann mich darum jetzt nicht kümmern. So. Metallklaue. Dann ist es endlich weg. Sehr schön. Da noch mehr Probleme gemacht als anfangs gedacht. Aber. Nico erreicht Level 40, immerhin. Immerhin etwas. So, ab sofort, weil er Finn jetzt entwickelt ist, weiß ich auch gar nicht, wer sich jetzt als nächstes entwickeln wird. Bedeutet, das ist jetzt auch so easy, alles blind.
Heilungen durchführen. So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier mit unserem Team. Kann ja Michelle mal wieder mit nach vorne so ein bisschen. Bist du ein Trainer? Nee. In letzter Zeit habe ich großen Spaß am Pokémon World Tournament. Ja, da haben wir auch schon länger nicht mehr. Okay, lol. Okay. Ah, das scheint ein Trainer zu sein. Okay. Let's go. Aber cool, wie sich gerade die Kamera entfernt hat. Das war schon sehr, sehr cool. So ein Sonflora, da können wir doch gleich mal fliegen, einsetzen. Und macht jetzt hier weniger Sinn. Der macht es dann natürlich klug. Auch eine Attacke, die über zwei Runden geht. Bedeutet, seine Attacke ging dementsprechend nicht daneben. Jetzt kommt Solarstrahl. Uiuiui, das wird schön ordentlich zerstören, ja. War klar. Das ist eine sehr starke Attacke. Schade. Kampf hin. Ach man. So Pokémon gehen einfach zu schnell drauf. Ist halt der Levelunterschied. Dann nochmal in den Beutel hinein. Aber ich denke mal, wenn wir Twin Drake City erreicht haben, werden wir mal die Route 14 da lang gehen. Weil da waren die Pokémon nicht so stark wie jetzt beim... Nicht so stark wie jetzt. Bedeutet, das wäre dann vielleicht doch nochmal gutes Training, bevor wir hier weitermachen. Was ist denn das für einer? Fifi. Okay. Ein Sonderbonbon. Ist hier noch sonst ein Item? Außer das Sonderbonbon? Ja, hier gibt's irgendwas. So, ein Riesenpilz. Können wir wunderbar verkaufen. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier kurz zurück. Und dann haben wir hier alles erkundet. Und so gesehen geht es dann jetzt hier zur Brücke. Hier gibt es ja auch Trainer und ein paar Häuser. Na gut, was dann hier ist, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und bye bye.